Hallöchen und herzlich willkommen zu Let's Play Mad TV und ich weiß nicht, was passiert ist. Ach, ich habe ja nur einen Sender gekauft, deswegen bin ich jetzt wieder im Minus. Morgen wird es Sammy für selbstproduzierte Shows vergeben. Ich will, dass wir ihn holen. Jetzt habe ich wieder mit der falschen Stimme gesprochen, aber scheißegal. Und wie es der Zufall so will, wir haben doch hier unsere selbstproduzierten Shows. Im Trend haben wir. Wenn ich dafür keinen Sammy hole, weiß ich auch nicht. Sex, Lügen und Video kann ich verkaufen. Der mit dem Wolftanz ist eine Komödie. Naja. So, ich war sehr optimistisch mit dem Camel, aber das kann ich ja noch umbauen. Gibt es jetzt irgendeine Möglichkeit, hier ins Plus zu kommen? Wahrscheinlich nicht. Metropolis habe ich auch noch drin. Ich glaube, es wird knapp. Love Story bringt mir 50.000 ein. Diese blöde Kultursendung bringt mir 1.000. Tja, das reicht nicht ganz, um dann Nachrichten zu produzieren um 20 Uhr, aber egal. Um 18 Uhr meine ich. Für 18 Uhr. Nach 18 Uhr. Neben 18. Ach, was weiß ich. So, das hauen wir wieder raus. So, ich hoffe, dieser blöde Attentäter kommt heute nicht wieder, weil dann kackt das Spiel ja wieder ab. Das kennen wir ja schon. Nee, offenbar nicht. Das ist gut. Dan Quayle reist zu Staatsbesuch nach Frankreich. Das ist schön für Dan Quayle. So. Dann warten wir mal ab. Ich weiß gar nicht, ob ein Colt für alle Fälle in den letzten Tagen... Also, was heißt in den letzten Tagen? Das ist erst das zweite Mal. Doch, gestern hatte der über 10 Millionen. Stimmt. So, die Frage, ob der um 18 Uhr auch schon über 10 Millionen hat. Naja, ich werde es gleich wissen. Das wäre schon ziemlich geil, aber das werde ich jetzt garantiert schaffen heute mit dem Camel. Ich meine, ich habe jetzt nochmal deutlich mehr Zuschauer. 48,8 Millionen. Das heißt, ich brauche gerade mal ein bisschen über 20% Quote, um die 10 Millionen Zuschauer zu erreichen. Das schaffe ich schon. Kein Problem. Und dann werde ich die beiden Konkurrenten hier mit 17 und 16% niedermanschen. Jawohl. 3,9 Millionen Zuschauer gucken die alten Nachrichten. Und den Colt gucken. 13,7. Perfekt. Beste Quote des Tages, der Stunde. 28%. Er zeigt diese blöde Love Story mit 13% Quoten und er zeigt eine Komödie mit 16%. Naja gut. Egal. So, dann bin ich mal gespannt, was die nächste Stunde bringt. Jetzt kann ich natürlich immer noch keine neuen Nachrichten kaufen, aber macht ja nichts. Star Wars ist ein relativ teurer Film, der mit dem Wolftanz auch. Ja, das geht schon. Ich würde ja auch gerne mal eine größere Show produzieren oder sowas, aber dafür habe ich das Geld noch nicht. Ich denke, wenn ich die Camel-Werbung habe, dann werde ich mal richtig einkaufen. Zwar erstmal keine neuen Sender, obwohl doch vielleicht einen Sender kaufe ich mir. Die letzten 100.000 Kredit werde ich abzahlen. Und ja, dann eben mal ordentlich einkaufen. Für eine knappe Million oder so. Das wird super. Perfekt. So, aber das bin ich ja noch 2 Stunden von entfernt. Jetzt bin ich erstmal gespannt, wie viele Leute sich jetzt im Trend angucken. Die Telefonshow mit hochkarätigen Unterhaltungseinlagen, bei der die Zuschauer ihre Programm abgewürgt. Wie, keine 10 Millionen? Alter. 18%. Er hat 14 und er hat 20. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ja dann, auf zur Werbeagentur und irgendwas mit 5 Millionen Zuschauern geholt. Ist ja doof. Was haben wir denn hier? 0, 10, 5 Millionen. 7 Spots in 7 Tagen. 10. Bitte keine Kultur oder Show. Scheiße. Ist aber eine Show. Ja, dann müssen wir den hier nehmen. Oder haben wir noch was Besseres jetzt hier drin? Nö. Dann nicht. Naja, gut. 18%. Ach ja, ist nicht so viel, wie ich erwartet habe. Nee. Ich hatte eigentlich gedacht, das kommt besser an. Egal. Mutti strickt aber trotzdem ganz gut, obwohl sie nicht so begeistert schaut. Naja. Nicht so schlimm. Star Wars wird's rausreißen, hoffe ich doch mal. Aber warten wir es mal ab. Also das muss ich unbedingt heute schaffen. Oder ich will es zumindest. Und wenn Star Wars nicht rausreißt, dann wird es garantiert mit dem Wolftanz rausreißen. Auf jeden Fall. Ich bin da ganz zuversichtlich. So, dann könnte ich ja morgen schon mal wieder ein Colt für alle Fälle reinpacken. Und noch eine weitere Serie, weil Shows wollen die Leute hier offenbar nicht gucken. Das war mein Handy, falls man es überhaupt gehört hat. Irgendwer hat mir irgendetwas aus irgendeinem Grund geschrieben. So, was haben wir jetzt? Ergebnis von dem Trend. Besonders beliebt, Krimiserie. Zunehmend gefragt, Love Story. Immer noch aktuell, Actionfilm. Okay. Krimiserien? Ja, sehe ich ja.
Und Star Wars scheint auch besonders beliebt zu sein. 14 Millionen Zuschauer, 29% Quote und sie sind nicht die Besten der Stunde. Nein, das gibt's doch nicht. Der mit seinem komischen Gammel-Love-Story hat 30% geholt. Und er hat mit Easy Rider nur 23. Wobei 23% ist immer noch ziemlich gut. Okay. Tja, und ich habe immer noch keine Kohle, um aktuelle Nachrichten zu zeigen. Das ist ein bisschen blöd. Tja, egal. Was soll man machen? Könnte ich morgen schon mal hier dieses Metropolis Neuauflage reinpacken zur Primetime? Dann brauche ich nur noch einen zweiten Film für zwar 2 Stunden und dann noch eine zweite Serie. Aber die werde ich mir in einer Stunde leisten können dann. Yay. Yay. Wieso hat dem Trend keine 10 Millionen? Das ist doof. So, ich hoffe jetzt, der zweite Block von Star Wars hat jetzt nicht plötzlich unter 10 Millionen Zuschauer, aber das glaube ich dann doch eher nicht, weil ich denke mal, um 21 Uhr werden es wahrscheinlich sogar noch eher mehr sein als weniger. Das sind sogar weniger als mehr. Wieder nicht die beste Quote. 27%, der hat 19, pff, erster Block. Und mit Easy Rider 32, das ist doch. Die ausgewürfelt oder was? Ich habe den Fernseher schon wieder ausgemacht. Mann, das sieht traurig aus hier. Sehr traurig. 15%, 17%, 68%, das wird nichts mehr. Ich wollte die Kollegen, ich hatte eigentlich gedacht, die wären schon seit 3 Tagen rausgeflogen, die Kollegen, und dann das. Na gut, das macht das Spiel immerhin länger, aber trotzdem. Trotzdem. Na egal. Ein kleiner Trost sind die 1,5 Millionen, die gleich auf meinem Konto landen. Und mit der Bitte Wolfstanz werde ich garantiert nochmal mehr als 10 Millionen Zuschauer haben. Hoffe ich zumindest. Kann ich mir nochmal so eine Werbung für 10 Millionen Leute rankarren. So, Achtung. 3 Minuten ist es soweit. Dann werde ich erstmal die alten Nachrichten raushauen hier. Und mir mal ordentlich teure Nachrichten gönnen. If available. Die hier ist nicht schlecht. Die holen wir weg. Und auch weg. Die packen wir da rein. Oder packen wir die da rein. So. 1,48 Millionen. Ist nicht schlecht. So. Nein, ich will nicht kündigen. Nein! Oh, fuck, ey. Okay, Moment, kleine Pause, ich mach das nochmal. Bis gleich. Ich werde jetzt nochmal ins Chefbüro gehen, weil ich habe einen kleinen Fehler eben gemacht. Und zwar habe ich nämlich aus Versehen auf mir reicht, ich kündige geklickt, statt auf ich will meinen Kredit zurückzahlen. Und da gibt es dann kein Pardon. So. Kredit ist abbezahlt, wunderbar. Ich habe noch 1,38 Millionen. Moment, erstmal werde ich mir noch einen Sender dafür kaufen. 18 Millionen Zuschauer, das ist ja geil. Moment, nein. Als allererstes werde ich mir nochmal eine Werbung holen hier. Für 10 Millionen Zuschauer. So. Dann werde ich mir einen Sender holen. Für 500.000 diesmal. Aber diesmal einen vernünftig platzierten und nicht einen, der nur 10 Millionen Zuschauer bringt. Und dann 3 Spots. Ist ja läpperlich. Läpperlich ist das. The Love Story. Wir haben nichts anderes hier gerade, ne? Mit den einmal. Und nochmal Love Story. Noch was Besseres hier jetzt? Keine Kultur. Nee, haben wir nicht. Nichts Besseres. Okay. Oh, ja klar. Die ist wohl immer wieder klar hier. So, die besten Quoten der Stunde 37%. Besser geht's nicht. Wunderbarer Waschsalon hat 20 und Rosemary's Baby hat nur 24. Mir ist übrigens eingefallen, ich sollte vielleicht doch nochmal eine Folge von Intrend produzieren. Denn es wird ja der Sammy für die besten, Shows verliehen und das bringt mir immerhin wieder besseres Image. Huch, ist die weg oder was? Muss wieder neu kaufen. Okay. Ist ja doof. Nehmen wir jetzt mal eine richtig teure Serie, Music Mix. Brauche ich auch ein kleines Studio für? Ja, reicht. Hat 0 Box Länge. Nicht, dass das dann irgendwie abkackt oder so, weil das Ding 0 Blocks länger hat. Das ist ja ein bisschen blöd. Moment. Wenn noch eine bessere Show. Video Connection. Die ist aber auch 0 Blocks lang. Das ist auch ein bisschen blöd. Lula Studio 0 Blocks. Perfekt. Große Show. Wir probieren es trotzdem. Ich speichere, bevor ich die ins Programm packe. Nicht, dass das Ding da doch noch abkackt. Ja, ist doch ein wenig verbuggt, das Spiel. Aber ich glaube, das ist ja auch nur die Version 1.0, die man sich runtergeladen hat. Ich kann mich etwas nicht erinnern, dass ich so viele Bugs hatte. So, Showmaster. 12.000. Sänger. Alle nur Z, wie immer. Nehmen wir einmal ihmchen. Dann nehmen wir die Lady hier.
Nehmen wir den hier. Stargäste brauche ich auch noch. Einmal das Alienviech. Ihn. Noch mehr Stargäste? Noch mehr Stargäste, ja. So, Special Effects für 0. Sehr günstig. Was? Ach, fuck! Ich hab vergessen, die Werbung reinzupacken. Oh Mann, bin ich blöd, ey. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Vor lauter Freudentaumel hier. Nee, nee, nee. Och Mann. Wie kann man nur so blöd sein? Zeige ich schon so eine teure Sendung und dann das. Oh, ich hätte nochmal 660.000 verdienen können heute. Oh Mann, wie. Das ist doch. Egal, nicht drüber ärgern. Pech gehabt. So, gespeichert ist. Dann werde ich die Show produzieren, in der Hoffnung, dass sie jetzt nicht abkackt. 13 Millionen nur noch. Aber immerhin 28%. 22 und 17. So. Info zur Produktion. Wird gut, Fabelstandard. Morgen um 17 Uhr abgeschlossen. Sehr gut. So. Dann gehen wir jetzt erstmal zur Filmagentur. Werden schön einkaufen gehen. Und zwar ordentliche Sachen. Baywatch, der ist mir doch ein bisschen zu teuer. Obwohl, ich bräuchte noch eine Star Trek. Star Trek ist perfekt. 1,5 Wochen. Ghostbusters. So, und schon habe ich kein Geld mehr. Aber ich habe noch 500.000 und 900 Dollar. Das reicht gerade noch so für den Sender, würde ich sagen. Ich starte zwar morgen wieder mit einem fetten Minus, aber dann kann ich auch ein paar Sachen verkaufen noch zum Tagesanfang. So, die Atari-Dinger sind drin. Sehr schön. So, dann werde ich den Sender kaufen. Viele Zuschauer kann ich denn da kriegen hier? 14 Millionen? Das lohnt sich ja gar nicht. Ist ja sinnvoller, wenn ich noch zwei Sender für 250.000 kaufe. Eins. So, zwei. Jetzt habe ich 68 Millionen Maximalzuschauer. Das heißt, aktuell sind meine Quoten nur noch bei 20%. Er hat jetzt 22 und er 17, aber ich hatte ja zu Beginn der Stunde, bevor ich den Sender gekauft hatte, mehr Quoten als die Konkurrenz. Ich bin dreimal aufgestiegen. Er ist dreimal runter. Der viermal runter, einmal hoch. Zweimal hoch, zweimal runter. 70%, 14 und 16%. Naja, da waren wir schon mal, würde ich sagen. Egal. Hauptsache, ich habe ja noch über 10 Millionen Zuschauer. Und ich kriege den Zuschlag für Star Trek morgen, aber das sollte kein Problem sein, denke ich mal. Ich bin mal echt mal gespannt, was passiert, wenn ich dieses Show dann drin habe. Also ich schätze mal, es wird abstürzender Spiel, aber ich werde vorher auf jeden Fall speichern. Weil eine Sendung mit null Blöcken ist ja irgendwie technisch unmöglich. Da gibt es übrigens auch irgend so ein Live-Aid-Konzert oder sowas. Das war, glaube ich, in den 80ern mal total beliebt, irgendwie gegen AIDS oder sowas. Spenden zu sammeln von berühmten Schauspielern und, nee, nicht Schauspielern, von berühmten Sängern. Und dieses Live-Aid-Konzert kostet irgendwie Unmengen hier im Spiel. Wird halt live ausgestrahlt, muss man also zu einem bestimmten Termin ins Programm nehmen. Und dann hat das Ding null Blocks, weil es verbuggt ist. Und dann kackt das Spiel immer ab und das bringt überhaupt nichts, das zu kaufen. Das ist ein bisschen blöde. Naja. 17 Millionen. 25% Quote. Er hat 20% mit Driver. Und er nur 4%. Har, har, har. Ja. Und mit diesen aufmunternden Worten würde ich sagen, ist dieser Tag auch schon mal wieder beendet. Und ja, dann sehen wir uns wieder bei einem neuen Tag und einer neuen Episode. Macht es gut!